Hallöchen, hallo, da bin ich wieder. Hier für euch beim Newcomer Magazin, was im Taunus, in den tiefsten des Taunuses aufgezeichnet wird, beziehungsweise geschnitten wird. Ich möchte euch berichten von der dritten Newcomer TV-Nacht aus der Portstraße Jugend und Kultur, die am letzten Freitag im Mai stattgefunden hat. Und es war einfach der Hammer. Sonne hat geschienen und die ganze Portstraße war rausgeputzt und es kamen unglaublich viele Menschen und vor allen Dingen vier fantastische Bands, von denen wir euch ja schon zwei in der letzten Sendung vorgestellt haben. Und die haben gespielt und gerockt, sich die Seele aus dem Leib gerockt. Und ich möchte euch eine Band vorstellen, die mir schon vor vielen Monden aufgefallen ist, nämlich durch ihre fantastischen Videos, die sie selber produzieren. Die Band sagt von sich, dass sie die Industrie, die Musikindustrie nicht braucht. Sie macht alles selber, ähnlich wie Tonsteine, Scherben, eine große Kommune, quasi imaginär, wo man abends dann nach dem Abendessen die Cover malt und so. Ähnlich ist die Band, die ich euch jetzt vorstellen möchte, auch aufgestellt. Das heißt, vom Booking über Videodrehen bis hin zum Tonstudio. Sie machen alles selber, Vertrieb und so. Und ich freue mich total, dass sie bei uns gespielt haben auf der dritten Newcomer TV-Nacht. Sie haben auf jeden Fall ihre Fans so dermaßen eingeheizt. Ein Riesenapplaus von euch für Joy Wright. Thank you.
Und was euch ja auch auszeichnet, dass ihr wirklich alles komplett selber macht. Also das ist so ungefähr, wie die Scherben damals in der großen Kommune zusammensaßen und ihre Cover zusammengeklebt haben und alles irgendwie in gemeinschaftlichen Prozess gemacht haben. Ist es bei euch auch so, alles ein gemeinschaftlicher Prozess? Ja, also auf jeden Fall ist es ein eigener Prozess, den wir begonnen haben. Wir haben auch zum Beispiel uns in verschiedene Videoschnittprogramme reingefunden oder auch in Kamera, wie man die bedient und so. Und man muss auch dazu sagen, selbst der Proberaum ist so selber eingerichtet und zusammengebaut von uns. Ja. Das heißt, ihr lötet auch noch selber mit dem Lötkolben? Ja. Ich glaube, es wurde schon mal gelötet. Wir haben auf jeden Fall Lötkolben da im Proberaum. Aber jetzt nochmal zu den Videos, da meinst du ja auch, dass die dir gefallen haben. Das ist auch alles self-made. Also wir haben damals in unserem Suicidal Tendencies in unserem Proberaum Badezimmer entstanden. Wir haben da 2 Liter Kunstblut auf uns rumgespritzt. Da ist immer noch was an der Decke. Das müssen wir dann wahrscheinlich mal überstreichen oder so. Das kriegen wir nicht mehr ab. Aber auf jeden Fall war die ganze Bad voller Kunstblut. Also das heißt, hat er auch eine unterschwellige sexuell-erotische Komponente? Also, ich glaube, beim Titel Suicidal Tendencies ist eine sexuelle Komponente. Schwierig. Nee. Das sind ja, ich weiß, natürlich. Ich wollte einfach ein bisschen Spaß in die Runde bringen. Ihr wirkt so ein bisschen, als ob ihr tatsächlich wie die Scherben so eine Kommune seid. Lebt ihr zusammen? Würdet ihr gerne zusammen leben? Und wie habt ihr, wenn ihr nicht zusammen lebt, überhaupt konntet ihr 2020, 2021 überhaupt proben? Oder habt ihr online geprobt? Oder wie habt ihr gearbeitet? Oh, da gibt's sehr viele lustige Stories, weil wir haben uns irgendwie immer unseren Weg durchgefunden. Unsere Aufnahmen für das erste Album waren zum Beispiel in dieser Zeit gewesen und da war es dann teilweise so, dass wir wegen der Ausgangssperre uns erst um 22 Uhr abends getroffen haben und dann bis 5 Uhr morgens durchgearbeitet haben, weil in der Zeit durfte man ja nicht rausgehen. Aber solange wir halt drinnen waren, hat es funktioniert. Genau. So haben wir die Aufnahmen, so haben wir das Album, die Videoschnitte und so weiter, waren alles Nachtschichten gewesen. Und auch, dass wir nach außen nicht allzu viel Lärm hinmachen, haben wir dann auch angefangen mit In-Ear-Monitoring zu spielen. Da war dann tatsächlich komplette Stille bei uns. Das waren schon sehr harte Zeiten in den letzten 2 Jahren. Nee, aber dieses sich sozusagen anzupassen, indem man dann einfach nachts durch bis in den Morgen arbeiten, das kenne ich persönlich auch. Das fand ich auch immer einen ganz guten Trick, trotzdem dann aktiv zu sein. Also das heißt, es hat euch nicht irgendwie depressiv gemacht, Corona, es hat euch nicht gebrochen. Boah, ja, also wir sind stark geblieben. Es waren harte Zeiten definitiv. Also wir hatten einige, wie schon gesagt, Probleme gehabt in dieser Zeit, aber wir haben es irgendwie wieder durchgeschafft und ich denke, selbst wenn das nochmal passieren würde, wir schaffen es wieder dadurch, weil die Energie dafür haben wir auf jeden Fall. Walking along this wasteland.
Leute, was ich vergessen habe zu sagen, kommt mal näher. Wirklich, das ist total wichtig, ja, weil Newcomer TV wird 20 Jahre alt und weil das so ein tolles Ereignis ist und weil so viele wahnsinnige Bands hier über unsere Bühnen gingen die ganzen Jahre, weil seit 2003, 2002 gibt es Newcomer TV und deswegen gibt es ein unglaubliches Jubiläumskonzert am 26. August im Sommergarten der Butch Cup. Bitte kommt vorbei und füllt diesen Butch Cup mit eurer Anwesenheit und lasst uns die Bands feiern, die dort spielen werden. Ja, ich hoffe, wir sehen uns da. Eine weitere Band, die ich euch vorstellen möchte, die sozusagen diesen Abend abgeschlossen hat als letzte Band, ist eine Band aus Rottweil irgendwo in Baden, ganz weit weg von hier. Die Jungs habe ich kennengelernt auf dem School Jam Festival, auf dem Finale, was im letzten Jahr im Abbey Road Studio ausgestrahlt wurde, weil war ja Corona und ging nicht live, also haben sie das als Online-Stream gemacht, dieses Finale. Ich habe da am Bildschirm gesessen, konnte es gar nicht glauben. Die Energie, die diese Jungs hatten, die haben die ganze Bühne da gerockt mit ihrem Metalcore. Und ich habe gedacht, die haben keine Chance, weil Metalcore ist einfach zu hart, zu wild und so. Die Jury wird sich auf jeden Fall für eine Popband oder für irgendeinen Singer-Songwriter, was ja auch okay ist, entscheiden. Aber nein, weit gefehlt. Die Jungs haben sowohl die Presse wie auch jedes Jury-Mitglied an die Wand gespielt, haben sich dann aber umbenannt. Früher hießen sie Silent Fox und jetzt heißen sie Oralize und wie gesagt, sie kommen aus Rottweil und sie haben diesen Abend eine unglaublich tolle, energetische Krone aufgesetzt. Deswegen ein Riesenapplaus von euch für Oralize. Seid ihr bereit? Don't let me go with this simple run. Don't give up. We have to break. Every mind, the power, relentless. I can't deny that this sucks.
Bei mir Oralize. Wie war die Fahrt? Die Fahrt war sehr entspannt, da wir ja schon um 10 Uhr losgefahren sind. Und ja, also lange Autofahrt, aber ist auch okay. Wir machen immer noch Vocals auf der Autofahrt. Das heißt, wir ballern unseren Track rein und dann üben wir dir noch die Vocals. Und ja, war entspannt. Ist eine Gurke. Ja, also ging auch super rum, wir hatten keinen Stau. Ja. Wie lange fährt man von Rottweil bis nach Oberursel? 3,5 bis 4 Stunden. Und wenn es blöd läuft, schnell mal 5. Also hatten wir damals auch, als wir damals im School Gym Finale in Frankfurt gespielt haben, sind wir bestimmt 5 Stunden hergefahren. Ja. Genau, das ist genau der Punkt. Da fing alles an. Da habe ich euch das erste Mal gesehen, noch unter anderen Namen, unter dem Namen Silent Fox, in den Abbey Road Studios, in der Live-Ausscheidung mit musikalischen, also Stilrichtungen, die eigentlich gar nicht so kompatibel sind, aber wie das immer so bei so einem Wettbewerb ist, da wird alles durcheinander gemixt. Und ich habe, als ich die alle gehört habe, habe ich gedacht, die Jungs aus Rottweil, die nehmen sie nicht, weil so harte Musik, das nehmen die nicht. Aber ihr habt sie alle weggeblasen. Genau dasselbe haben wir auch gedacht wie du. Also wir waren wirklich sehr erstaunt, als dann der Name Silent Fox fiel, so bei dem Finale. Aber ja, wir sind einfach nur geflasht und wir sind super froh. Und wir hätten es nicht erwartet, also gar nicht. Aber irgendwie hat es geklappt. Nee, vor allem was. 1, 2, 3, fair! Oh,
das geöffnet! Ihr stand ja in den Startlöchern auch, das habt ihr ja gemerkt, auch bei School Jam, bei diesem Wettbewerb, der ist ja eigentlich 2 Jahre vor sich hergeschoben worden wegen Corona. Was hat Corona mit euch überhaupt auch als Band gemacht? Hat euch das verändert? Hat euch das irgendwie Angst gemacht? Also jetzt allgemein Corona, die Phase, das war halt, wir haben halt geprobt, alles umeinander, wie immer halt. Und dann kam halt Corona eben und dann waren wir ja bei dem School Jam das allererste Mal, das war in Stuttgart dann. Und dann haben wir da gespielt und da hieß ja schon so, ja, ist irgendwas ausgebrochen, dies und das. Und später kam ja dann eben der ganze Lockdown und Quarantäne, irgendwas und alles. Und da haben wir es dann so gut wie es geht versucht. Also wo man dann noch zusammen proben durfte, haben wir dann zusammen geprobt und keine Ahnung was. Wenn der mal irgendwie Corona hat, der hat der auch noch kurz daheim gewartet dann. Und dann haben die zwei was gemacht, bis er wieder auf den Beinen stand und alles gut. Also und dann, also es war jetzt so nicht so angenehm, wie wenn man es jetzt normal ohne Corona machen könnte oder machen hätte können, dass man jetzt sagt, komm, wir so und so, komm, sollen wir uns treffen, sollen wir danach noch was machen. Das war halt, wir haben dann geprobt, das war auch schön und cool. Und dann waren wir halt da, ja, Döner hatte ja dann früher zu, dahin konnte ich ja nicht gehen. Und dann, ja, also das war, also es hätte besser sein können. Aber wir haben, finde ich, das Beste, was ging, draus gemacht jetzt. Genau. Und seid ihr bereit? Okay, jetzt gebt ihr mir aber nochmal alles, okay? Jetzt gebt ihr mir nochmal alles, okay? We're all right! Open your goddamn eyes and tell me, can't you see? Obey your own thoughts, what you think is true. It's nothing more than illusion, so what do you choose? You die or you die alive. Crap on crap, go take it off my alles. Fill it up! God of your sin, go! Und habt ihr schon mal so einen krassen Typen in schwarz-weiß karierter Latzhose gesehen? Also ich meine, ist echt, also und dieser Drummer, der irgendwie so schnelle Blastbeats macht, dass man seine Füße nicht sieht. Also mich hat das Konzert von den Jungs total umgehauen und nicht nur mich, sondern auch die vielen Fans, die vor Ort waren, live vor Ort waren. Und alte Mettler kamen zu mir und sagten, sag mal, da musste ich erst 60 Jahre alt werden, um so eine Band hier zu sehen. Ja, also die Jungs hinterlassen Spuren und ich gehe davon aus, dass sie ihren Weg gehen werden. Und es war mir eine hohe Ehre, diese 4 Bands auch überhaupt auf der 3. Newcomer-TV-Nacht erleben zu dürfen. Und ich gehe davon aus, dass die nächste Newcomer-TV-Nacht, die nämlich am 24. Juni stattfinden wird, genauso energetisch ist. Wir werden euch frühzeitig informieren über unsere sozialen Medien. Bleibt uns gewogen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erzählt den Leuten von den tollen Bands, die es hier in dieser Region gibt. Und liked den Jochen, der hier so unglaublich diese Kamera fährt. Und geht auf den YouTube-Kanal. Da könnt ihr alle Bands nochmal sehen mit ihren Konzerten, die auf der letzten Newcomer TV-Nacht gespielt haben. Das war euer Seppel und Jochen für euch hier von Newcomer TV. Ciao, bis bald!